Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit dem raschen Anstieg der Corona-Zahlen mehren sich die Forderungen nach weiteren Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie. Dazu gehören unter anderem die Einführung einer bundesweiten 2G-Regelung und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Von der kommenden Woche an soll es nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder kostenlose Tests geben. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel drängt auf ein baldiges Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so hoch wie nie seit Beginn der Pandemie. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 39.676 weitere Fälle gemeldet. 236 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist auf 232,1 und damit auf den höchsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen. Die bisherige Spitze lag am 22. Dezember des vergangenen Jahres bei 197,6. Vergleichbar sind diese beiden Situationen aber nur bedingt. Denn im Dezember gab es noch kaum Impfstoff. Alle Menschen mit Symptomen wurden getestet, Schüler und Arbeitnehmer routinemäßig zweimal in der Woche. Außerdem galten strenge Kontaktbeschränkungen. Heute gibt es die kaum noch. Die Menschen sind wieder in Cafés, Restaurants und Theatern. Auch die Teststrategie hat sich geändert. Jetzt testen sich vor allem Ungeimpfte und routinemäßig noch einige Arbeitnehmer und Schüler. Außerdem ist die ansteckendere Delta-Variante verbreitet. Öffnungen und Delta steigern die Infektionsgefahr. Vor allem für Ungeimpfte ist sie größer als im vergangenen Jahr, so Experten. Sie setzen auf Impfungen. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Impfquote in Deutschland bei etwa 67%. Auf den Intensivstationen zeigt sich, dass die meisten, die hier liegen, ungeimpft sind. Bei den über 60-Jährigen zum Beispiel sind es rund 2/3. Der Landkreis Rottal-Inn, Hotspot der Republik. Im Südosten Bayerns liegt die 7-Tage-Inzidenz bei mehr als 1.100. Um hier und anderswo die Intensivstationen zu entlasten, ruft der Freistaat ab morgen den Katastrophenfall aus. Der Katastrophenfall gibt uns umfangreiche Möglichkeiten, die Steuerung der Krankenhäuser besser und runder zu organisieren. Die Verlegung von Patienten, die Reaktivierung von Pflegepersonal, die Abstimmung unter den Krankenhäusern. Erste Kliniken verschieben bereits planbare Operationen. Neben Bayern ist die Lage in Sachsen und Thüringen besonders angespannt. Die Forderungen nach schnellem Handeln werden lauter. Ich glaube, dass ein Maßnahmenpaket notwendig ist. Insbesondere die 2G-Regelung sollte überall bundesweit eingeführt werden und auch streng kontrolliert werden. Denn sonst werden wir das nicht schaffen, sonst werden wir zum Schluss vor einem Lockdown stehen. Doch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sehen die Pläne der Ampelparteien nicht vor, die morgen im Bundestag beraten werden. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufe bringt nun die Wissenschaftsakademie Leopoldina ins Gespräch, etwa bei der Alten- und Krankenpflege. Und da ist schon abzuwägen, einerseits die Freiheit zu entscheiden, ich lasse mich impfen oder nicht, versus die Fürsorgepflicht, die man ja vielleicht auch als Arbeitgeber hat, den Patienten gegenüber. Veränderungen gibt es unterdessen für jüngere Menschen beim Impfen. Unter 30-Jährige und Schwangere sollten künftig ausschließlich den BioNTech-Wirkstoff erhalten. Das empfiehlt die Ständige Impfkommission. Ursache dafür sind viele internationale Daten mittlerweile, die deutlich zeigen, dass das Risiko einer Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, als Nebenwirkung bei dem Impfstoff von Moderna deutlich höher ist als bei dem von BioNTech/Pfizer. Zurückkehren sollen laut Medienberichten schon bald gratis Corona-Schnelltests. Ab kommender Woche soll wöchentlich ein Test kostenfrei sein für Geimpfte und Ungeimpfte. Die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer neuen Regierung treten in eine neue Phase. Am Abend lief die Frist ab, bis zu der 22 Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse zu den jeweiligen Fachbereichen abgeben mussten. Die noch verbliebenen Streitpunkte sollen nun bis Ende des Monats in Spitzenrunden der Parteien geklärt werden. Um 18 Uhr trifft sich am Abend die FDP zur Fraktionssitzung. 18 Uhr war auch die Frist für die Arbeitsgruppen, um Verhandlungsergebnisse abzuliefern.
Von den Liberalen schon am Morgen zuversichtliche Signale, dass man den Fahrplan zu einer möglichen Ampelkoalition einhalten könne. So auch jetzt. Machen Sie sich keine Sorgen, die Koalition wird mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gebildet werden können. Vor gut drei Wochen waren die drei Ampelparteien zum ersten Mal in größerer Runde zu Koalitionsverhandlungen zusammengekommen. Nicht nur die Verhandlungschefinnen und Chefs, sondern auch Mitglieder der insgesamt 22 Arbeitsgruppen. Seitdem wird getagt und das vertraulich. Über Inhalte oder konkrete Konflikte drang fast nichts heraus. Wenn nicht gerade Selfies entstehen, bleiben selbst Verhandlungsorte weitestgehend geheim. Die Grünen-Spitze hat heute ein Treffen mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Tichanowskaja. Bei den Grünen war zuletzt deutlicher Unmut über den Verlauf der Verhandlungen zu hören. Heute kein Kommentar. SPD-Generalsekretär Klingbeil spricht von der Zielgeraden, wo alle noch einmal ihre Standpunkte deutlich machen würden. Es ist doch total normal, dass sich da auch mal etwas verhakt und trotzdem, es wird am Ende klappen. Noch ist Kanzlerin Merkel geschäftsführend im Amt. Vor allem die SPD drängt darauf, dass in der Nikolauswoche Olaf Scholz gewählt wird. Eigentlich sollten die Konflikte von den Arbeitsgruppen selbst gelöst werden. Doch das ist, wie von vielen erwartet, nicht gelungen. Vor allem bei den Grünen bleibt viel Unzufriedenheit. Es ist jetzt Aufgabe der Chefinnen und Chefs, die strittigen Punkte zu lösen und den endgültigen Koalitionsvertrag zu erarbeiten. Im Verfahren um die Nachfolge von CDU-Chef Laschet hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt. Agenturberichten zufolge sagte Spahn in einer Sitzung der Unionsfraktion, er werde nicht in parteiinterne Wahlkämpfe gehen. Vielmehr werde er bis zur letzten Minute als Minister arbeiten und sich darauf konzentrieren. Die Bewerbungsfrist für den CDU-Vorsitz endet in einer Woche. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr erneut gesenkt. Demnach wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 2,7% wachsen. Im Frühjahr hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage noch ein Wachstum von 3,1% prognostiziert. Als Grund für die Entwicklung sehen die Wirtschaftsweisen vor allem Liefer- und Kapazitätsengpässe der Zulieferer. Mehr als 30 Länder und 6 Automobilhersteller haben sich beim Weltklimagipfel in Glasgow auf ein gemeinsames Ziel verständigt. Spätestens 2040 soll der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor enden. Mercedes, Volvo und Ford etwa sind dabei. BMW und Volkswagen wollen die Erklärung nicht unterzeichnen. Der weltweit umsatzstärkste Automobilhersteller VW kündigte stattdessen den Neubau eines Werkes für Elektroautos an. Der Stammsitz von Volkswagen in Wolfsburg. Ein Industriedenkmal aus den 30er Jahren, Sinnbild für den VW-Verbrenner. Außerhalb des Traditionswerks soll bis 2026 eine neue Fabrik entstehen für die neue Generation von VW-Elektroautos. Die Automobilindustrie befindet sich ja wirklich in einem tiefgreifenden Wandel. Und die Herausforderung ist, an den Standorten oder in ihrer unmittelbaren Nähe mit möglichst vielen Beschäftigten gemeinsam tatsächlich die Produktion der Zukunft aufzubauen. Das Ziel von VW, zum US-Konkurrenten Tesla aufschließen. Denn Tesla baut seine Elektroautos in 10 Stunden. VW braucht etwa 3-mal so lange. Mit der neuen Fahrzeuggeneration Trinity will VW genauso effizient werden. Ein mutiger Plan, der Arbeitsplätze für die Zukunft sichere, sagt der Betriebsrat. Ein Datum für den endgültigen Ausstieg aus dem Verbrenner gibt es im VW-Konzern allerdings nicht. Zum einen wird der Gesetzgeber uns natürlich sicherlich auch noch weiter Auflagen auferlegen und das auch beeinflussen. Und auf der anderen Seite die Kundinnen und Kunden, die letztendlich ja unsere Fahrzeuge auch kaufen. Die werden das auch bestimmen, wann tatsächlich das Ende des Verbrenners ist. Auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow hat sich heute ein breites Bündnis darauf geeinigt, bis 2040 aus dem Verbrenner auszusteigen. Darunter etwa 30 Staaten und 6 Autobauer, auch Mercedes. VW und BMW sind nicht dabei und auch Deutschland hat bisher nicht unterschrieben.
Die Lage für die Flüchtlinge an der Grenze von Belarus zu Polen bleibt dramatisch. Nächte im Freien bei Minusgraden, keine humanitäre Hilfe, der Zugang zur Grenze ist abgeriegelt. Die Europäische Union will jetzt offenbar mit weiteren Sanktionen den Druck auf Belarus und Präsident Lukaschenko erhöhen. Dieser hatte der EU vorgeworfen, einen Krieg auf mehreren Ebenen zu führen. Szenen auf der belarussischen Seite der Grenze. Verbreitet wird das Video von den polnischen Behörden. Zu sehen sind Migranten und belarussische Einsatzkräfte, die an der Grenze entlanglaufen. Für Polen ein Beleg dafür, dass die Migrantenströme von Belarus gesteuert werden. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Alexander Lukaschenko für diese Krise verantwortlich ist. Wir müssen jetzt unseren Druck durch Sanktionen erhöhen, damit er mit diesen Praktiken aufhört. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte sich bei einem USA-Besuch hinter die Forderung nach Sanktionen. Diese könnten sich auch gegen Airlines richten, die Migranten nach Belarus bringen. Dass wir daran arbeiten, Sanktionen auf diejenigen Fluggesellschaften zu legen, die bei diesen Schmuggelaktivitäten in Richtung EU-Belarus-Grenze einbezogen sind. Der Machthaber in Minsk wies gestern alle Verantwortung von sich. Im Gespräch mit einem Reporter des russischen Fernsehens attackierte er die EU. Ihr habt Sanktionen gegen mich verhängt, gegen Belarus. Und ihr Drecksäcke, ihr Dummköpfe, wollt, dass ich euch vor Migranten beschütze? Die Bundesregierung wirft Belarus staatliches Schleuser- und Schleppertum vor. Die Bundeskanzlerin telefonierte heute mit dem russischen Präsidenten Putin, einem Verbündeten von Lukaschenko. Sie hat dabei noch einmal ganz klar gesagt, was da geschieht, nämlich die Instrumentalisierung von Menschen, von Migranten gegen die Europäische Union durch das Regime in Weißrussland ist unmenschlich, ist völlig inakzeptabel. Und sie hat den russischen Präsidenten gebeten, auf das Regime in Minsk einzuwirken. Die polnische Regierung erwägt, alle Grenzübergänge zu Belarus zu schließen. Die Spitze der evangelischen Kirche Deutschlands wird erstmals nur von Frauen besetzt. Die Synode wählte die 58-jährige Präses der Westfälischen Kirche Annette Kurschus zur EKD-Ratsvorsitzenden. Die Bischöfin von Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, wurde ihre Stellvertreterin. Der bisherige Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strom, hatte nach 7 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert. Liebe Annette, herzlichen Glückwunsch. Nach 6 Jahren als Stellvertreterin ist Annette Kurschus jetzt die neue Frau an der Spitze der evangelischen Kirche. Eine erfahrene Führungskraft, die aber betont, dass die Kirche offen für Neues sein müsse. Kurschus, ihre Stellvertreterin Kirsten Fehrs und die Präses der Synode Anna-Nicole Heinrich. 3 Frauen in den höchsten Ämtern der EKD. Laut Kurschus ein Zeichen für die Modernität der Kirche. Also sie macht eigentlich etwas, ein Defizit, was sie bisher hatte, kommt jetzt allmählich zu so einer Ganzheit, dass es hier auch Frauen gibt und dass die in Leitungsverantwortung sind und sogar 2 oder sogar 3. Kurschus gilt als rhetorisch gewandte Predigerin. Menschlich schätzen Beobachter sie als zugewandt ein und als gute Zuhörerin. Fähigkeiten, die ihr bei den Herausforderungen im neuen Amt zugutekommen dürften. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in ihrer Kirche hat sie zur Chefinnensache erklärt. Sie wirbt zugleich aber auch um Geduld. Es braucht lange, das aufzuarbeiten in den Hintergründen, die dahinter steht. Was für Muster begünstigen das bei uns? Was genau ist da bei uns passiert? Und was müssen wir konkret tun, dass es nicht wieder passiert? 2. Mammutaufgabe für die neue Vorsitzende, der Mitgliederschwund. Allein im vergangenen Jahr traten 220.000 Menschen aus der evangelischen Kirche aus. Die Lottozahlen. 6, 8, 15, 16, 22, 32, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und dem ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 11. November.
Auch morgen bringt uns hoher Luftdruck eine Mischung aus Nebel und Sonnenschein. Der Norden wird weiterhin von Tiefausläufern mit Wolken versorgt, die in Küstennähe heute Nacht etwas Regen bringen. Weiter südlich zunächst oft klar, später bilden sich wieder Nebelfelder, die sich morgen regional zäh halten können. In höheren Lagen scheint von Anfang an die Sonne, die später auch in den Niederungen häufiger zum Zuge kommt. Im Norden weiterhin viele Wolken und besonders im Küstenumfeld fällt etwas Regen. Unter Wolken im Norden sowie in den Hochlagen des Südens heute Nacht recht mild, bei klarem Himmel dagegen leichter Frost. Morgen im Dauergrau wieder niedrige einstellige Werte, bei Sonne stellenweise um 15 Grad. Am Freitag ändert sich wenig an diesem ruhigen Herbstwetter, aber am Samstag wird es wechselhaft und gebietsweise nass. Am Sonntag dann in Küstennähe windig, aber es bleibt meist trocken. Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie sehr spaltet Corona die Gesellschaft? Fragen von Ingo Zamperoni an die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus. Und Kampfansage an Tesla. Auch VW plant neue E-Auto-Fabrik. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.